Die Sinn 5 und 6 IB und die Wempe Ironwalker sehen sich ähnlich, wenn man auf das Ziffernblatt schaut, sind aber doch sehr unterschiedlich im Gehäuse und auch in anderen Punkten. Gibt es eine Uhr, die mehr Wert für das Geld liefert, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat oder technisch überlegen ist? Ich habe es mir für euch angeschaut und werde es euch in diesem Video erzählen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um den Vergleich der Sinn 556 IB und der Wempe Ironwalker. Zwei Uhren, die aufgrund des blauen Sonnenschliff-Ziffernblattes etwas außergewöhnlich sind, auffallen, man schaut genauer hin. Sie sehen auf den allerersten Blick in gewissen Facetten sehr ähnlich aus, sprechen mich auf eine gleiche emotionale Art und Weise an, sind aber doch sehr unterschiedlich und vor allen Dingen ist die Wempe auch fast 1000 Euro teurer als die Sinn. Ist dieser Aufpreis gerechtfertigt? Ist eine Uhr der anderen überlegen? Wenn ja, in welchen Kategorien? Das habe ich mir in diesem Video etwas genauer angeschaut. Wenn euch so etwas gefällt und ihr meine Videos mögt und auch zukünftig kein Video verpassen möchtet, lasst ein Abo da. Unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link reingepackt. Einfach aktivieren, Glocke an und ihr verpasst keines meiner zukünftigen Videos. Wie gesagt, in diesem Video geht es um den Vergleich Sinn 556 IB und Wempe Ironwalker. Ich habe mir insgesamt 7 Kategorien überlegt, wie ich die Uhren vergleichen könnte. Und die 7 Kategorien sind, das muss ich noch mal kurz gucken, dass ich auch die Reihenfolge richtig habe. Das erste ist Marke, Image und Bekanntheitsgrad. Der zweite ist Gehäuse und Verarbeitungsqualität. Der dritte Punkt ist Ziffernblatt und Ablesbarkeit. Im vierten Punkt geht es um das Stahlband und die entsprechende Schließe dazu. Der fünfte Punkt bezieht sich auf das Werk. Im sechsten Punkt geht es um Alltagstauglichkeit und Wandelbarkeit. Und der siebte Punkt ist meine persönliche Einschätzung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Und jetzt geht es auch direkt los. Marke, Image und Bekanntheitsgrad. Wempe ist bekannt als Juwelierkette und als solche sehr gut bekannt und in fast allen Großstädten vertreten. Aber Wempe als Uhrenmarke und als Uhrenhersteller tritt in der Bekanntheit deutlich hinter die Bekanntheit als Juwelier zurück und insofern ist Wempe in der allgemeinen Wahrnehmung nicht wirklich als Uhrenhersteller im Bewusstsein vieler Kunden, was der Marke nicht gerecht wird, denn Wempe ist einer der 5 historischen Produzenten der Fliegeruhren im Zweiten Weltkrieg gewesen bezüglich der Fliegeruhren Baumuster Typ A und Typ B. Das heißt, die Historie spricht aus meiner Sicht ganz klar für Wempe, denn Wempe ist älter als Sinn. Allerdings ist die heutige Wahrnehmung von Wempe eigentlich nicht die einer hochwertigen Uhrenmarke, sondern eher die eines Juweliers. Was sehr schade ist, denn Wempe braut hochwertige, gute und qualitativ ansprechende Uhren. Bei Sinn ist es etwas anders. Die Marke ist jünger, aber Sinn ist eine reine Uhrenmarke und als solche auch im Bewusstsein, wenn auch nicht so bekannt und auch vom Image her nicht so angesehen wie Rolex oder Omega, spielt auch in einer anderen Preisklasse, aber ist eben ein reiner Uhrenhersteller und hat sich insbesondere auch in den letzten 20 bis 25 Jahren als Uhrenmarke positioniert, die Innovationen bringt, die teilweise exklusiv den Sinn-Uhren vorenthalten sind, die Uhren weiterentwickelt und sich hier ganz klar anders und auch sichtbarer positioniert als Wempe mit den eigenen Uhren. Das ist keine Aussage über die Qualität, sondern nur so, wie ich die Marktwahrnehmung der Marke einschätze. Und hier geht der Punkt an Sinn, wenn auch nur mit einem knappen Vorsprung. Kommen wir zum Gehäuse. Das Sinn-Gehäuse ist ein rundes Gehäuse, ist bis 20 bar wasserdicht, hat einen Durchmesser von 38,5 mm und ist 11 mm hoch. Auf den ersten Blick gibt es an dem Gehäuse nicht besonders viel Aufregendes zu sehen. Es ist komplett gebürstet. Es ist sehr, sehr funktional. Es ist angenehm am Arm zu tragen. Es passt auch sehr gut zu einer sportlichen Alltagsuhr. Aber es ist eben genau das, ein Gehäuse für eine Alltagsuhr und kein Gehäuse, was unmittelbar heraussticht und das Auge fesselt
und viele Punkte gibt, an denen man immer wieder schaut. Das Ziffernblatt ist ein Eyecatcher in meinen Augen, wirklich ein Hingucker. Das Gehäuse ist hochfunktional, sehr gut, aber eben auch eine Form und eine Art, ein Gehäuse zu machen, wie man es doch deutlich häufiger sieht als bei Wempe. Die Wempe hat einen Durchmesser von 40 mm, eine Dicke von 9,75 mm und ist bis 100 Meter wasserdicht. Sie hat ebenfalls ein Saphirglas. Das Wempe-Gehäuse zeigt ganz klar ein Design, was bei vielen sehr viel teureren Uhren ebenfalls zu finden ist. Dafür ist es aber auch wesentlich außergewöhnlicher, es ist auffälliger und hinzu kommt, dass die Gehäuseverarbeitung bei Wempe wesentlich aufwendiger ist als bei Sinn, mit dem Wechsel von gebürsteten und polierten Flächen der polierten Phase und auch dem Übergang der polierten Phase vom Gehäuse ins Stahlband. Das Gehäuse der Wempe finde ich persönlich aufregender, vielleicht nicht unbedingt alltagstauglicher, aber aufregender. Die Verarbeitung finde ich wesentlich hochwertiger als bei Sinn und aus diesem Grunde gebe ich diesen Punkt ganz klar an Wempe. Beide Uhren sind sehr gut ablesbar, wobei bei beiden Uhren natürlich der Sonnenschliff ein klein wenig die Klarheit und die schnelle Ablesbarkeit reduziert. Die Zeiger der Sinn sind ein klein wenig breiter, dafür sind die Zeiger der Wempe in meinen Augen ein kleines bisschen kontrastreicher und einfacher abzulesen. Das Ziffernblatt der Sinn geht oft ein kleines bisschen in einen lila Ton. Das Ziffernblatt der Wempe bleibt überwiegend blau und ist einen kleinen Ton heller. Die Leuchtmasse ist bei beiden Uhren vergleichbar. Die Wempe hat ein Datum, was mich nicht stört. Die Sinn hat keines, was dem Ziffernblatt eine größere Klarheit und Einfachheit verleiht. Für mich gibt es im Punkt Ziffernblatt und Ablesbarkeit keinen Gewinner. Ich finde beide Uhren gut, ausreichend schnell und auch in der Nacht ausreichend lange ablesbar. Hier gibt es ein Unentschieden. Das Stahlband der Wempe ist wirklich aufwendig gemacht, mit mattierten und polierten Flächen im Wechsel, mit Phasen sowohl an der Bandkante, die poliert sind, als auch Phasen an den leicht erhabenen Mittelgliedern, die ebenfalls poliert sind. Sehr, sehr aufwendig gemacht. Die Glieder sind verschraubt. Insgesamt gibt es 4 kürzere Glieder zur idealen Längenanpassung. Wirklich aufwendig gemacht. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass das Band insgesamt sehr flach ist, was auch durch die Schließe unterstützt wird, die sehr, sehr flach und angenehm auf dem Arm liegt. Man kann das gleich nochmal sehen. Hier nochmal einen Blick auf die, genau, hier haben wir die Schließe. Wirklich, sie trägt nicht auf. Und das Einzige, was man von außen erkennen kann, was auf die Schließe hindeutet, ist der Wempe signierte Sicherungsbügel. Ich finde dieses Band sehr, sehr außergewöhnlich und habe es in dieser Art und Weise bei keiner meiner anderen Uhren und bin wirklich sehr begeistert. Sinn hingegen bietet 2 unterschiedliche Bänder zur Auswahl, das 2-gliedrige und das 5-gliedrige. Hier sieht man noch einmal das 2-gliedrige, welches komplett mattiert ist, wenn es an einer 556 montiert ist. Wirklich gut und auch qualitativ hochwertig, jedoch in der Verarbeitung erkennbar einfacher als das Sinnband. Auch hier sind die Bänder verschraubt mit Inbusschrauben statt mit Schlitzschrauben. Die Schließe hat eine Feinverstellung, was die Wempe nicht hat. Allerdings gibt es diese Feinverstellung auch nur an dem 2-gliedrigen Band von Sinn. Die Schließe ist die Standardschließe als Sicherungsfallschließe mit Tauchverlängerung bei dem 2-gliedrigen Band. Wirklich gut und funktional gemacht. Allerdings von der Optik her nichts, und da ist noch Kleber dran, tatsächlich sind noch die Aufkleber drauf, na prima. Das ist das 5-gliedrige Band, was ich persönlich zu der blauen 556 ansprechender finde, mit einer verdeckten Schließe und Drückern. Hier lässt sich die Schließe etwas einfacher öffnen
als bei Wempe. Dafür trägt sie auch etwas höher auf, wie man sehen kann. Es gibt keine Feinverstellung. Hier erfolgt die Längenjustierung auch über lange und kurze Glieder, was aber bisher in meinen Augen sehr gut funktioniert hat. Ja, wie würde ich die Bänder jetzt beurteilen? Von der reinen Funktion her liegt das zweigliedrige Sinnband ganz klar vorne mit Tauchverlängerung und Feinverstellung. Die Schließe lässt sich bei dem fünfgliedrigen Sinnband leichter bedienen. Insofern funktional geht der Punkt an Sinn, optisch jedoch ganz klar an Wempe. Die Frage des Werkes ist für mich relativ einfach zu beantworten. Sinn kommt mit einem Silita SW200-1, ein Standardwerk, an dem auch nicht sehr viel verändert wurde. Ein gutes Werk, überhaupt keine Beschwerden meinerseits, aber eben auch nichts, worüber man sich groß auslassen könnte, weil es etwas Besonderes ist. Wempe kommt mit einem ETA 2892 A2 mit einer Chronometer-Zertifizierung in der Sternwarte in Glashütte sowie einer Gangreserve von 50 Stunden. Hier ist die Frage ganz klar. Punkt an Wempe. Werk ist in meinen Augen dem von Silita überlegen und aufwendiger. Wandelbarkeit bei Uhren ist mir immer sehr wichtig und bei der Wempe ist dieser Punkt nicht gegeben. Der Bandanstoß ist proprietär, das Stahlband lässt sich aktuell nicht gegen ein anderes Band tauschen, es gibt keine Adapter, es gibt keine passenden Lederbänder. Insofern kann ich vorwegnehmen, der Punkt Wandelbarkeit geht ganz eindeutig an Sinn, wobei ich sagen muss, der Fairness halber, die Wempe trägt sich am Stahlband ausgesprochen angenehm. Das Stahlband ist wirklich unglaublich bequem, aber es ist eben überhaupt nicht wandelbar. Die Uhr ist auf das Stahlband limitiert. Bei Sinn hingegen habe ich die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Stahlbändern, das zweigliedrige und das feingliedrige. Und auch an unterschiedlichen Bändern macht die Sinn eine wirklich gute Figur. Hier habe ich einmal ein ganz, ganz buntes NATO, wo ich mit der Uhr zu jeder Grillparty gehen kann und sie wirklich sehr, sehr lässig wirkt. In eine ähnliche Richtung geht das zweigeteilte Eulit Perlonband. Dieses Band betont das Blau des Ziffernblattes und macht die Uhr zu einer herrlichen Sommeruhr. Aber auch an einem mittelbraunen Lederband kommt die Uhr sehr gut rüber und ist absolut und in vollem Umfange bürotauglich. Ein dunkelbraunes Lederband betont die lila Töne des Farbblattes. Mir gefällt diese Kombination nicht ganz so gut, lässt sich aber in meinen Augen auch sehr gut tragen. Insofern Wandelbarkeit geht an Sinn. Ja, kommen wir zu der Frage des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die Sinn mit 1380 Euro am Feinliederband ist keine billige Uhr, aber in meinen Augen eine preiswerte Uhr. Das heißt, sie ist ihren Preis wert und hat ihre Stärken ganz klar auf der sportlichen, funktionalen Seite. Die Wempe ist eine ausgefallenere Uhr, hat einen höheren Blinkfaktor, ist etwas edler, etwas nobler, hat das wesentlich bessere Werk, die aufwendigere Verarbeitung, das bessere Stahlband. Wer Wert auf diese Punkte legt und etwas Außergewöhnliches am Arm haben möchte, ist mit Wempe sehr gut bedient. Beide Uhren haben Stärken und Schwächen. Ich persönlich habe die Sinn gegen die Wempe getauscht, weil ich etwas Außergewöhnlicheres haben wollte und Alltagsuhren genug habe. Tja, wenn ihr das mögt, abonniert meinen Kanal, freut euch auf das, was kommt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.